Für den 6. April schauen wir in das schamanische Seelenorakel und sehen uns mal an, was es da Spannendes gibt. Für den 6. April eine Tageskarte bitte. Ich werde das jetzt so machen, dass ich aus diesen Karten mit der linken Hand, der Herzhand, eine Karte ziehen werde, weil dieses Deck ganz einfach nicht so leicht zum Schaffeln ist, ja, weil das eine bestimmte Konsistenz hat, dieses Deck. So, die Tageskarte für heute ist der Pfeil. Ja, die Nummer 3 ist hier die Zahl und der Pfeil steht natürlich für Zielstrebigkeit, ja. Du hast dir ein Ziel vor Augen gesetzt und du möchtest dieses erreichen. Und du gehst auch zielstrebig darauf zu. Das heißt, du bist unaufhaltsam. Wenn dieser Pfeil erst einmal abgeschossen ist, dann hat der so viel Schwung und so viel Kraft dahinter, dass gar nichts anderes möglich ist, als dass er sozusagen sein Ziel auch erreicht. Ja? Ich werde jetzt aus dem Booklet vorlesen, was für diese Karte dabei steht. Schauen wir mal Nummer 3, der Pfeil. Das ist die Seite 26. So, hier steht die Einladung. Der durch die Luft zischende Pfeil spornt dich zu erhöhter Aufmerksamkeit an und bedeutet, dass du kurz davor bist, auf einem Gebiet deines Lebens dein Ziel zu erreichen. Er steht für den Moment, in dem dir klar wird, dass deine Wünsche und Absichten, die der Wind mit sich getragen hat, nun zu deinem höchsten Wohl auf fruchtbaren Boden fallen. Deine Aufgabe besteht jetzt darin, dich zu entspannen und doch fokussiert zu bleiben, mit auf die Belohnung gerichtetem Blick darauf zu vertrauen, dass sich deine Intentionen genau richtig realisieren. Kümmere dich nicht um das Wie oder die genauen Einzelheiten. Jetzt ist nicht der Moment, in den Flug des Pfeils einzugreifen. Er wird sein Ziel erreichen und du wirst allen Grund haben zu feiern. Ja, das ist ein schönes Tagesmotto. Ich lasse euch damit in den Tag starten und wir sehen uns. Tschüss!